Die Folgen des Reaktorunfalls von Fukushima sind am Montag in Japan auch vom Parlament beleuchtet worden. Regierungschef Kan musste diesem Ausschuss Rede und Antwort stehen. Er ist politisch angeschlagen. Viele Japaner sind unzufrieden mit seiner Krisenbewältigung und wollen einen neuen Mann an der Spitze. Vor dem Ausschuss erklärte Kan, seine Regierung werde weiter alles tun, um bei der Bewältigung der Folgen zu helfen, und machte Platz für den nächsten Mann, den die Abgeordneten befragen wollten, TEPCO-Chef Shimizu. Sein Unternehmen hatte am Sonntag einen Zeitplan veröffentlicht. 6 bis 9 Monate würde es noch dauern, bis das havarierte Kernkraftwerk heruntergefahren sei. Das Vertrauen der Parlamentarier in TEPCO ist wahrscheinlich nicht eben hoch. Shimizu betonte also die Ernsthaftigkeit der Bemühungen. Es gab eine ganze Reihe alarmierender Momente und wir haben sie alle mit der nötigen Dringlichkeit behandelt. Etwa als der Strom ausfiel und damit auch die Kühlanlagen. Und wir werden weiter mit der allergrößten Dringlichkeit vorgehen. Vor der TEPCO-Zentrale in Tokio versammelten sich an diesem Montag eine Reihe von Demonstranten. Sie hatten einen Beschwerdebrief verfasst und wollten ihn persönlich an den AKW-Betreiber übergeben. Ihre Forderung: Das Unternehmen solle auf die Kernkraft verzichten. Außerdem solle das Abpumpen radioaktiv verseuchten Wassers in das Meer gestoppt werden. Diese letzte Forderung wurde dadurch unterstrichen, dass unter den Demonstranten auch Menschen aus Südkorea waren. Denn Südkorea und China sind sehr in Sorge darüber, dass das Meer vor ihrer Haustür radioaktiv verseucht werden könnte.